Scheiß auf das Bike. Scheiß auf die Menschenleben. Alter, das, der Ollen juckt es halt überhaupt nicht damit, dass sie hier einen kompletten Wald gerade zerlegt, oder? Alter. Scheiße, Vorsicht! Aber ich bin, dann bleib halt wirklich dabei. Es ist ein interaktiver Film. Und so wie die ganzen Cutscenes und so was durchgestaltet sind. Na, ist halt wie Uncharted. Uncharted war halt auch ein interaktiver Film. Uncharted wird auch nochmal irgendwann kommen. Alle Teile. Mein Gott, Alter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt was bringt, was ich gerade mache. Da vorne ist ein Tunnel. Aber da ist schon mal ein Tunnel, was gut, natürlich da könnten wir sicher sein. Gut ist. Der Tunnel stoppt sein. So viel dazu. Der Panzer bombardiert den Berg. Oh, das ist doch ein schlechter Scherz. Ich sehe so überhaupt nichts. Doch, jetzt wieder. Ich muss natürlich wieder aufpassen. Okay, jetzt reicht's endgültig. Ja. Holen wir das Mistding vom Himmel. Schieß den Antrieb ab. Ah, Leute, ich kann sogar zoomen, alles klar. Habe ich jetzt nicht mit gerechnet, dass ich zoomen kann. Daher. Vorsicht, mehr Brandbomben! Ui. Ui. Ja, war ich ein bisschen überrascht, dass ich's kann. Hol es vom Himmel! Erwischt! Was das für Kosten sind, ne? Das war's noch nicht. Schießt auf die Waffen! Ja, moin. Wieso haben, da kommen da jetzt noch Waffen raus? Aber egal, auch die haben relativ schnell ausgeschaltet. Zum Glück haben wir unendlich Munition. Ja? Jetzt schiebt er bestimmt einmal nach links, damit die rechte Tragfläche auf uns zukommt. Los, Dad, hol es endlich vom Himmel! Ja, das war obvious. Oh. Okay, aber wir haben irgendwie die Tragfläche direkt da weggemacht. Der Antriebskern liegt frei. Jetzt oder nie? Ja, doch. Einfach draufbellen, oder was? Ja, schieß nicht auf den Kern. Okay. Und ich bin auch mal auf ein anderes Spiel gespannt, wie das so wird. Auch ein altes Spiel. Normalerweise müsste das Ding noch kaputt sein, oder? Ja. Festhalten! Ah, und einmal oben drüber, alles klar. Oh, Scheiße! Das war ein Spaß. Akt 3, Kapitel 1. Fast, bitte. Wir gehen zu Fuß weiter. Glaubst du, der Schwarm ist in dieser Festung? Der was? Der Schwarm. Ja, so nennen wir sie jetzt. Der Schwarm also. Okay. Nein, glaube ich nicht. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmiummine auf der anderen Seite. Und, wieso? Weil die Korda nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Also los. Marcus, wegen dieser Locust-Grabstätte. Warst du mal dort? Damals, vor 25 Jahren. James' Mutter und ich waren wegen der Beseitigung dort. Die Körper der Maden waren da schon mit diesem Kristallscheiß überzogen. Ziemlich unzerstörbar. Sie haben sie eingemauert und so belassen. Okay, jetzt mal Klartext. Glaubst du, die Locusts sind zurück? Ich weiß es nicht. Das ist einer der Vorzüge im Alter. Man muss nicht immer zu allem eine Meinung haben. Hm, stimmt allerdings. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr erhofft. Der Wind wird stärker. Ja, noch müssen wir uns aber keine Sorgen machen. Haltet die Augen offen. Halt! Was zum Teufel war das? Oh, das finden wir noch raus. Das klang nicht nach einem Tier. Habe ich nie behauptet.
Sieht aber trotzdem schon geil aus, ne? Hey, das hab ich... da drüben ist Wasser. Ich glaube, genau von sowas wird man krank. Hoffen wir das Beste. Habe ich ja schon in der ersten Aufnahme gesagt. Gears of War 4 sieht schon geil aus. Muss man einfach mal lassen. Oh, was zum... Da ist irgendwas über uns. Ja, ich weiß. Bleibt ruhig. Oh, Scheiße. Ja, die Locos. Oder wie auch immer. Wahrscheinlich. Leute, Sturmfront im Anflug. Los zur Festung. Hey, wir haben aber auch ein Pech, ne? Die nächste Sturmfront. Warum haben wir so viele Sturmfronten auf einmal? Ja, super. Verdammt! Ey, guckt euch das mal an. Los, los! So ein wirbelnder Atompilz. Nachgehen, weiter! Alter. So, lauf, 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 lauf. Okay, das heißt so nach Abgrund auf. Einfach mal so ein wirbelnder Atompilz, Alter. Ich fass es nicht. Hey, hilf mir dabei. Aber auch die ganzen Knackdesign und sowas haben sie echt nice übernommen. Rein mit euch! Kinder, mit euch wird es nie langweilig. In letzter Zeit nicht. Hier sollten wir sicher sein, bis die Sturmfront durch ist. Okay. Ihr habt keine Stauballergie, oder? Ah, was ist das? Keine Ahnung. Mal sehen, wohin er uns führt. Das leuchtet. Ja, hier lang. Da sieht so... leicht ekelhaft aus. Alles okay? Lebendig. Oh, ja, aber ich hab überall diesen Scheiß. Naja, du leuchtest. Das ist doch voll. Na los, was da auch rausgeklettert ist, ist hier entlang. Also ich bin mal gespannt, was das ist. Sind wir jetzt bei Alien oder was? Sind die Facehugger, oh, falsche Taste, da rausgekrochen oder was? Hey, wartet mal. Da ist irgendwas drin. Dann schneid's auf. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Dad. Nein, glaube ich auch nicht. Oh. Oh, das ist übel. Jims Verschwundene. Wir haben sie wohl gefunden. Sie nutzen uns als Wirt. Wenn das mit allen passiert, die sie fangen. Oh Gott, Mann. Kate, hey, komm schon. Wir holen sie zurück, okay? Wir müssen zu dieser Mine. Kommt schon. Okay. Ah, noch mehr Kapseln. Was zur Hölle ist hier los? Was das auch ist, es sind keine Locust. Sowas habe ich noch nie gesehen. Marcus Phoenix ist ratlos? Das ist kein gutes Zeichen. Hey, da oben! Ich habe gesagt, ruhig sein und weiter. Sehr, sehr geil. Ah, da bin ich jetzt mal gespannt. Was sollen das denn für Viecher sein? Weil die anderen, die sehen, sahen halt nach Locust aus. Oder, keine Ahnung. Ich denke mal, das werden wir so gleich erfahren, sofern wir in der Mine sind. Oder so eine speziellen Locust? Runter. Dieses Vieh folgt uns schon eine ganze Weile. Ich kümmere mich drum. Was? Wie? Ja, das klappt. Wenn er losstürmt, schaltet ihn aus. Verstanden? Verstanden.
Lauft! Verdammt! Markus wollte uns im Kampf gegen die Dinger helfen und meine Mutter retten. Was zur Hölle machen wir jetzt? Das Ding, ich fasse es nicht. Es hat ihn verschluckt. Komplett. Genug, das reicht. Er ist weg. Aber er ist nicht tot. Sie entführen Menschen und benutzen sie. Wir wissen, dass der Prozess eine Weile dauert. Also lasst uns meinen Vater finden. Wir brauchen ihn. Und wenn wir ihn nicht zurückholen können? Dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Scheiße. Okay. Und was jetzt? Gehen wir dahin, wo sie ihn hinbringen. Und wo soll das sein? Da, wo er uns hinführen wollte. Die Locust-Grabstätte. Okay. Suchen wir einen Ausweg und das Ding, das mein Vater hat. Akt 3, Kapitel 2. Nächtlicher Horror. Achso, und die ganzen Sammlerobjekte und sowas, ne? Werde ich hier natürlich nicht sammeln. Ist natürlich klar. Leute, hier lang. Aber wir kommen halt echt gut durch, ne? Mit Akt 2 ein komplettes, ja, 1, 2, 3, 4, 4 Kapitel schon hier abgeschlossen. Why not? Ich habe auch ehrlich gesagt keine Ahnung, wie lange ich aufnehme. Klingt, als würden sie tiefer ins Fort eindringen. Dann tun wir das auch. Oh Gott, noch eine von diesen Kapseln. Ja, super. Ja. Richtig schnell, das sind die! Ich würde mal sagen, irgendwie wirklich so eine komischen neuen Locust-Viecher, keine Ahnung. Und tschüss! Da kommen noch mehr! Aber da die... Weichen aus! Noch nicht wirklich so, was weiß ich was sind. Links, links, links! Ich kann sie sehen! Gefühlt noch nicht komplett. Fasst bloß keine Kapseln mehr an. Da! Scheinbar aber noch nicht komplett. Die sind überall. Fertig produziert oder so? Ja. Noch nicht so gepanzert und so stark. Was musst du denn? Papi. Aber die sind halt schon gut schnell. Ich glaub das alles nicht. Monster entführen Menschen, Viecher springen aus Kapseln. Ja, und kein Plan, was zum Teufel hier los ist. Dann bin ich nicht die Einzige. Ah, okay. Scheiße! Alles okay? Ich glaube schon, aber hier unten ist jede Menge von der Scheiße. Kommst du wieder hoch? Nein, ihr müsst runterkommen, aber passt auf. Alter, ich wollte die Muni haben. Oh Mann, du hast mich übertrieben. Pass bloß auf. Wir müssen hier raus. Yes. Ich wollte die Muni haben, Alter.